Laizität ist ein Produkt der französischen Geschichte. Das Wort ist schwer zu übersetzen, Laicité oder Laizität auf Deutsch. Und das ist viel, viel mehr als Secularism, wie in Englisch gesagt. Das hat mit der Republik, mit der französischen Devise sehr viel zu tun. Die Laizität ist zuerst Freiheit, Glaubensfreiheit, Kultfreiheit, Meinungsfreiheit, die Möglichkeit zu glauben oder nicht zu glauben. Zweitens ist die Laizität Gleichheit in dem Sinn, dass das öffentliche Dienst, der Staat, die öffentlichen Beamten neutral sein müssen. Und drittens ist die Laizität mit Brüderschaft, Fraternität eingeknüpft. Das heißt, dass wir alle Franzosen, Französinnen unterschiedlich sind, aber dass wir gleichzeitig alle mit den gleichen Rechten, mit den gleichen Devoirs Bürger sind. Frankreich und Deutschland haben natürlich sehr unterschiedliche Modelle, aber was ich feststelle, ist, dass die Probleme ähnlich sind. Die Probleme der Balance zwischen individuellen Rechten und Zusammenleben. Die Probleme des Platzes des Islams in unserer Gesellschaft. Der Dialog ist umso interessant, dass wir, wenn man mit deutschen Freunden oder mit Spezialisten, mit Wissenschaftler diskutiert, mit Politikern diskutiert, sieht man, dass die Fragen, die zu beantworten sind, sind die gleiche. Und das ist zuerst wichtig, das zu verstehen. Und das kann uns Ideen geben, auch mit unseren sehr unterschiedlichen Systemen, wie man gute Antworten bringen kann.